Einen schönen guten Abend. Es ist 17.15 Uhr. Ich heiße Sie herzlich willkommen zum 17.15-Kolloquium der ETH-Bibliothek an diesem wunderbaren Donnerstagabend. Einigen von Ihnen ist das Format ja bereits bekannt. Wir werden einem 30-minütigen Vortrag lauschen. Danach folgt eine 30-minütige Diskussion. Und zum Abschluss lade ich Sie ganz herzlich ein zu einem Apéro hier draußen im Foyer. Da haben wir alle nochmal die Möglichkeit, miteinander und auch mit unserer Referentin zu diskutieren. Mein Name ist Eva-Christine Edinger. Ich freue mich sehr, dass ich Sie heute Abend durch dieses Programm führen darf. Das Büro im Jahr 2020 ist ja sicherlich ein heiß diskutierter Ort. Im Zuge der Digitalisierung wird uns angepriesen, dass wir ein paperless Office haben können. Wir können immer und überall arbeiten. Es wird postuliert, dass wir flexibel sein können. Mobile first ist ein großes Thema. Und auf der anderen Seite gibt es auch neue Arbeitsprozesse, neue Methoden. Stellen wir uns einmal etwas vor wie Design Thinking. Kein Workshop kommt mehr ohne materielle Post-its aus. In jedem Teambüro finden wir ein Kanban-Board, das ebenfalls überfüllt ist mit Klebern, Post-its, Notizen physischer Art. Es verändert sich die Art und Weise, wie wir arbeiten. Es verändert sich, wo wir arbeiten. Und vor allem verändert es sich, wie wir zusammenarbeiten im Büro im Jahr 2020. Ich freue mich sehr, Claudia Giorgetti Del Monte heute Abend hier begrüßen zu dürfen mit ihrem Vortrag Das Büro darf nicht Mittel zum Zweck sein. Claudia Giorgetti leitet bei der Mobiliar das Kompetenzcenter Organisations- und Kulturentwicklung. In den Aufgabenbereich dieses Kompetenzcenters fallen genau der Aufbau und die Implementierung neuer Arbeitswelten. Das umfasst unter anderem die Weiterentwicklung und Umsetzung von Arbeitsmodellen, Führungsprinzipien, Agile-Marketing, Employer-Branding, Performance-Management und Gesundheitsmanagement. Also sehr viel, woran wir nicht gleich denken, wenn wir an das Büro denken. Als diplomierte Marketingleiterin mit Abschluss Executive Master Corporate Communications Management war Claudia Giorgetti die letzten 20 Jahre bei nationalen und internationalen Versicherungsgesellschaften tätig. Seit einem Jahr, seit Februar 2019, ist sie Co-Präsidentin der WorkSmart-Initiative. Ich freue mich sehr, dass wir dich heute hier haben, Claudia, und übergebe dir das Wort. Herzlichen Dank, lieber, vielen Dank. Ich freue mich sehr, liebes Publikum, liebe interessierte Kolleginnen und Kollegen, sage ich da, weil ich denke, es sind alles Gleichgesinnte, dass Sie sich interessieren für dieses Thema. Ein zentrales Thema, das viele, viele beschäftigt. Wir bei der Mobiliar, wir haben das Glück, dass wir einen unglaublich innovativen CEO haben. Wir haben ein Management, das wirklich voll auf das Gas gedrückt hat vor 5 Jahren. Und es ist mir eine Freude, Ihnen heute einen Einblick zu gewähren, was wir alles machen durften. Und wie Eva eingangs gesagt hat, es ist der Raum ist eigentlich nicht nur Mittel zum Zweck. Was machen wir? Wir haben mit dem Raum begonnen. Ich zeige Ihnen, warum dass wir mit dem Raum begonnen haben, diese ganze Geschichte, aber auch dieses ganze, der Blumenstrauß drumherum. Das ist eigentlich erst der Anfang von dieser großen Reise, von dieser großen Transformation, die wir begonnen haben vor 5 Jahren. Sie erlauben mir, ich werde ab und zu ein bisschen spicken, weil das Thema ist in den letzten 5 Jahren wirklich unglaublich breit geworden. Auch wenn man sagt, das hat mal mit einer Arbeitsfläche von 2000 Quadratmetern angefangen. Es ist extrem breit geworden, es ist extrem tief geworden. Aber mir ist es wichtig, Ihnen wirklich die Essenz von gewissen Sachen hier mitzugeben und dann auch gerne mit Ihnen zu challengen und hier dazustehen, Ihnen auch Ihre Fragen zu beantworten. Und Patentrezepte gibt es nicht, das möchte ich vorweg sagen. Es gibt keine Blaupause für das. Also auch für uns war das am Anfang eigentlich eine große Unsicherheit, eigentlich mal diesen Weg zu gehen. Aber wenn Sie sich überlegen, der größte Teil eigentlich unseres Lebens, den verbringen wir ja
mit unseren Kollegen sind wir eigentlich nicht so viel zu Hause. Wir verbringen den zusammen in den Büros und deshalb haben gesagt, das Büro darf nicht Mittel zum Zweck sein. Wir möchten gerne auch langfristig gute Resultate haben. Wir möchten motivierte Mitarbeitende haben. Und wenn Sie das sehen, hier diese Übersicht, das kennen Sie alle, das ist nichts Neues. Ganz links oben, wir haben diesen demografischen Wandel, wir haben die Digitalisierung, die Innovation, wir sprechen von Wertewandel, wir sprechen von dynamischen Märkten, veränderte Kundenbedürfnisse. Aber am Ende sind wir wirklich mit diesen großen Themen hier ganz rechts sind wir herausgefordert. Wir sprechen von einer Generationenvielfalt. Wir haben heute 4 Generationen unter einem Dach. Das ist so. Wie arbeiten wir zusammen? Schon rein von der Haltung her, vom Mindset. Wir haben ganz andere Erziehungsgrundlagen, bringen alle diese 4 Generationen mit. Wir haben diese neuen Arbeitsformen, das Arbeiten im Netzwerk, das ganze vernetzte Wissen. Es ist nicht so einfach, in Zeiten von dieser ganzen Digitalisierung wirklich motivierende und inspirierende Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Sie wissen selber, Papier trifft auf digitale Tools. Vieles ist noch auf Papier. Sie sehen auch, ich habe da Papier mitgenommen. Warum habe ich das gemacht? Ich musste das wirklich ausdrucken in der Not, weil ich hatte heute so einen komischen blauen Bildschirm auf meinem Notebook. Da habe ich gesagt, ich drucke das lieber aus, weil wenn das weg ist, ist es weg, weil ich weiß nicht, wie lange dieses Notebook jetzt noch hält im Moment. Wir haben Funktionen, wir haben Organisationsformen neue, wir haben neue Zusammenarbeitsmethoden, die neue Fragestellungen aufwerfen. Wie arbeiten wir überhaupt zusammen? In gewissen Firmen ändern sich komplett die Dinge. Sie hören auch von holokratischem Zusammenarbeiten, Zusammenarbeit im Netzwerk. Also auch da die Welt, die verändert sich komplett. Die Art und Weise und die ganzen Ansprüche all dieser Mitarbeitenden in diesem System sind, die verändern sich. Wir beobachten auch, wenn man sieht, den ganzen Kommunikation, wir sehen selber, wie wir funktionieren, Mobile First. Ich möchte alles über dieses Ding am liebsten organisieren. Ich möchte alles da drauf haben. Ich habe auch den Anspruch, das im Office so zu machen. Unsere jungen Mitarbeitenden, die wollen alles. Die wollen auf das Intranet gehen, die wollen Spesenabrechnungen auf diesen Devices machen. Die haben alle diese Ansprüche, die jetzt meine Generation niemals daran gedacht hat, dass man das überhaupt darf, dass man das überhaupt kann. Sie möchten an verschiedenen Standorten arbeiten. Sie möchten die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch das muss irgendwie alles unter einen Hut gebracht werden. Und auch dort ist es ganz wichtig, dass man an den Unternehmensstandorten natürlich auch die optimalen Bedingungen vorfindet, dass man wirklich mit der Technologie, die es dann auch dazu braucht, auch entsprechend arbeiten kann. Deshalb, uns ist es ganz wichtig, ich habe das mitgenommen, möchte es gerne mit Ihnen auch heute teilen, weil es geht ja, das ist die Basis, die wir haben, unsere Kultur, dass wir schaffen ein inspirierendes Arbeitsumfeld, das wirklich unseren Mitarbeitenden erlaubt, die Verantwortung zu übernehmen. Das ist ein großes Wort, Verantwortung übernehmen. Wir lesen heute auch viel von Selbstorganisation, Selbstmanagement. Das ist nicht so einfach, kann man von den Mitarbeitenden auch nicht einfach so einverlangen. Sie müssen ja auch das entsprechende Feld dazu haben und der Vorgesetzte muss auch so funktionieren, dass sie das überhaupt machen können. Wir wollen, dass sie den Raum haben, sich zu engagieren. Sie sollen initiativ, neugierig sein, offen und dass sie uns gegenseitig weiterbringen. Auch, das sind große Sätze, aber das ist ganz wichtig, das ist unsere Basis und die nehmen wir mit. Und von dem gehen wir immer aus. Ich möchte Ihnen diesen Blick in die Mobiliar reingewähren, möchte Sie zuerst auf eine kurze Reise mitnehmen von der Transformation, die wir gemacht haben, bevor wir dann wirklich zurückgehen in diesen Treiber, in die Arbeitsumgebung, weil das ist noch wichtig, dass Sie den Gesamtkontext sehen. Und ich denke, das gibt Ihnen auch sicher den einen oder anderen Idee, dann mir auch eine entsprechende Frage zu stellen. Eva hat es gesagt, diese Transformation der Mobiliar, wir haben 3 große Treiber, die wir definiert haben, die uns durch diese Transformation begleiten. Uns ist es ganz wichtig, Sie kennen das Unternehmen alle, wir sind von Erfolg geprägt. Das ist nicht immer einfach, wenn man dann Veränderungen vorantreiben möchte. Das ist jedes Mal
eine, kann man sagen, eine harte Nuss. Das ist eine harte Geschichte, dann dort Veränderungen wirklich durchzubringen. Aber unser Credo ist natürlich, wir wollen auch weiterhin exzellente Serviceleistungen für unsere Kunden bieten. Wir wollen die Nummer eins sein an dieser Kundenschnittstelle und auch wirklich die Effizienz in der Organisation beibehalten. Deshalb haben wir gesagt, wir arbeiten auf diesen drei Treibern. Wir arbeiten auf der Arbeitsumgebung, wir arbeiten auf der Organisation und natürlich arbeiten wir auch auf der Kultur. Wie ich gesagt habe, es ist nicht einfach, bei einem unglaublich erfolgreichen Unternehmen, das auch eine so starke DNA hat und Werte, die wirklich wunderbar sind, ganz wichtige Schweizer Tugenden sind in diesem Unternehmen vorhanden, was auch wichtig ist für unseren Erfolg, Veränderungen voranzutreiben. Deshalb haben wir uns entschieden, wir machen an der Umgebung etwas, sind 2050 gestartet und haben wirklich die Arbeitsumgebung verändert. Wir gehen nachher, machen wir einen Deep Dive in die Arbeitsumgebung. Klein vorneweg, es hat niemand mehr auf den Direktionsstandorten, ich spreche heute von den Direktionsstandorten, ein eigenes Office. Keiner mehr. Also auch nicht die oberste Geschäftsleitung. Gibt es nicht mehr. Wir waren überzeugt, und das war für uns das richtige Rezept, eine physische Umgebung. Durch eine physische Umgebung entsteht auch eine mentale Umgebung. Wenn sich etwas bei mir in der Umgebung verändert, passiert etwas mit dem Menschen. Das hat sich bewährt, das hat sich bestätigt. Wir sind dann 2016, Sie sehen, da ist sehr viel passiert, das Arbeiten im Netzwerk haben wir gestartet. Da kamen unsere Kolleginnen und Kollegen von der IT, die haben SAFe eingeführt, diese Projektvorgehensmethode. Sie haben sie gepusht im Unternehmen und gesagt, wir wollen das, wir brauchen das. Wir haben heute über die Hälfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in stabilen, interdisziplinären Teams arbeiten. Aber Sie sehen da, SAFe, das ist eine Netzwerkorganisation. Plötzlich kommt diese Netzwerkorganisation in die ganze Firma rein. Wir sind aber immer noch stark hierarchisch in der Linienorganisation organisiert. Wir werden dann später mal darüber sprechen, was das bedeutet und was die Herausforderungen sind für die Zukunft. Wir sind dann weitergegangen, haben gesagt, wir brauchen ein eigenes Agilitätsverständnis. Warum brauchen wir ein eigenes Agilitätsverständnis? Ich habe etwas von unserer DNA gesagt, von unseren Wurzeln, von unseren Werten. Wir haben gesagt, wir wollen dem auch treu bleiben. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter wirklich das Gute, was ja passiert ist bis anhin in den letzten fast 200 Jahren, das nehmen wir mit. Deshalb brauchen wir ein eigenes Verständnis. Was heißt dieses Passwort Agilität überhaupt bei uns in der Mobiliar? Sie können Ihre Kolleginnen, Ihre Kollegen fragen. Sie fragen 10 Leute, Sie haben 10 verschiedene Antworten, was schlussendlich Agilität bedeutet. Wie haben wir das gemacht? Ich habe eine Gruppe zusammengestellt, interdisziplinär, quer über alle Geschäftsleitungsbereiche. Sie können sich vorstellen, das war am Anfang nicht einfach. Ich hatte dort 12 Kolleginnen und Kollegen in einem Raum. Jeder hatte eine andere Meinung, was das sein sollte. Und gesagt, schaut, in 3 Monaten müssen wir eine Lösung haben, weil wir brauchen das. Wir haben uns schlussendlich gefunden. Typisch schweizerisch, haben den Konsens gefunden, wir konnten das intern verkaufen, es wird getragen von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist ganz wichtig. Halt, diese 3 Monate, die waren zentral, um wirklich auch durch diesen Sturm zu gehen und gemeinsam zu verstehen, was verstehen wir überhaupt darunter. Wir haben dann gemerkt, Sie sehen, wir haben eine neue Umgebung, wir haben Menschen, ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die in einem netzwerkartigen System arbeiten. Wir haben viel über Agilität gesprochen und auch neue Methoden eingeführt. Diese ganzen Arbeitsräume, alles ist da. Und plötzlich merkt man natürlich, dass man mit klassischen Führungsinstrumenten nicht mehr arbeiten kann. Die funktionieren einfach nicht mehr. Also so eine One-to-One Zielvereinbarung mit den Mitarbeitenden, das geht nicht mehr, wenn die Leute in einem Netzwerk arbeiten, weil die arbeiten auf Themen, in Teams. Da braucht es höchstens noch persönliche, individuelle Entwicklungsziele, aber fachliche Ziele werden in diesem Netzwerk definiert und getrackt. Und dort wird die Leistung, die Performance in dem Sinn geführt, gesteuert, die ganze Steuerungslogik.
Also haben wir gesagt, ja gut, dann brauchen wir ein neues Vergütungssystem. Sie sehen, das hängt alles miteinander zusammen. Wir haben die Vergütung geändert und wir haben das ganze Performance-System geändert. Was haben wir mit der Vergütung gemacht? Wir sind weg von diesen alten Zöpfen. Wir sind weg von der variablen Vergütung. Wir haben keine Boni mehr bei den Kadermitarbeitenden. Wir haben die Salärstruktur angepasst. Wir konnten die Löhne anheben und haben für den Erfolg allen Mitarbeitenden wird eine Erfolgsbeteiligung ausgezahlt. Also so ist sichergestellt, dass man am großen Ziel gemeinsam arbeitet und nicht in diesem Tunnel drin ist, diesen Tunnelblick hat, seine einzelnen individuellen Ziele zu erreichen und dann rechts und links nicht mehr schaut, was eigentlich passiert. Was ist die nächste große Herausforderung? Nur da einen kurzen Blick nach vorne, das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, das ist ganz wichtig. Was heißt das jetzt? Das heißt jetzt diese bereichsübergreifende Steuerung. Wir sind heute in der Situation, wenn man auf diese letzten 5 Jahre zurückblickt, wir haben praktisch das ganze Unternehmen transformiert, wir haben diese neuen Flächen zur Verfügung gestellt, kann man sagen, das Spielfeld ist da. Die Regeln, die Instrumente, die wichtigsten, die sind da, das Verständnis ist geschaffen. Wir haben unglaublich viel Ausbildung, Weiterentwicklung bei den Mitarbeitenden gemacht. Aber jetzt geht es wirklich darum, diesen nachhaltigen Geschäftserfolg und diese Effizienz beizubehalten. Wir müssen lernen zu verstehen, was es bedeutet, eine Linienorganisation zu haben, das klassische Organigramm. Wir sind überzeugt, das braucht es, weil der Mitarbeitende, der braucht ein Zuhause, der braucht einen Linienvorgesetzten, der sich um ihn kümmert. Aber was es bedeutet, auf der anderen Seite ein Arbeiten in einem Netzwerk zu haben und wie wird das gesteuert? Wo sind die Grenzen? Wer macht eigentlich was? Was ändert sich für die Führungskraft? Wo ist er wirklich in der Rolle, dass er den Mitarbeitern als People Manager steuert und lenkt? Und wo ist er thematisch verantwortlich, vielleicht auch für Personen, die nicht in seiner Linie unterstellt sind? Das ist die nächste große Herausforderung, den Schritt, den wir vor uns haben. Das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten, weil das ist auch wichtig, damit man sieht, wie diese Reise weitergeht. Die hört eigentlich nicht auf. Und auch da, wir haben angefangen, wir sind mittendrin. Wir wissen nicht, was ist genau das Richtige, was ist das Falsche. Wir sind dabei am Lernen. Kommen wir zur Arbeitsumgebung zurück. Bei uns heißt dieses Programm Work at Mobiliar. Dieser eine ganz wichtige Treiber, der, mit dem diese ganze Transformation angefangen hat. Was ist Work at Mobiliar? Work at Mobiliar ist wirklich ein Konzept, das mit ganz viel Liebe und Detail entwickelt worden ist. Man hat nicht einfach Büroflächen gebaut und einfach die Leute reingetan. Man hat sich wirklich etwas dabei überlegt. Man hat alle Mauern rausgerissen und wirklich die Leute an den Tisch gebracht. Sie sehen da, wir haben 4 dezidierte Arbeitszonen in diesen Bürolandschaften reingebaut. Es sollen nicht einfach Tische reingehen, sondern wir möchten wirklich, dass sich die Leute verbinden. Es gibt ganz große, viele Holztische, wo man vernetzt zusammenarbeiten kann. Es gibt den normalen Arbeitsplatz, wo man immer noch ganz normal prozessorientiert arbeitet, seinen täglichen Job macht, wie man das will. Man kann sich zurückziehen. Es gibt ganz viele Fokuszonen, wo man konzentriert arbeiten kann. Und es gibt viele Kreativitätsbereiche in Form von zum Beispiel solchen Arenen auf den Stockwerken oder Ecken mit Sofas oder sonst irgendwelchen modernen neuen Sitzmöglichkeiten, wo man sich kurz treffen kann und auch verschiedene Sachen besprechen kann. Wichtig ist die Farbe, Sie sehen es. Das war ein Paradigmawechsel bei uns. Natürlich können Sie sich vorstellen, eine Versicherung ist auch nicht gerade so bekannt, dass sie so bunt ist. Wir haben gesagt, wir müssen Farbe reinbringen. Wir müssen den Menschen eine Umgebung schaffen, wo sie sich wirklich wohlfühlen, wo sie auch wirklich in diesem Ambiente wirklich auch innovativ und engagiert zusammenarbeiten können. Die ganze Transparenz, wo wir, Sie sehen, es ist alles unglaublich transparent. Es ist lichtdurchflutet, ist natürlich auch für alle, die dort drin sind, eine unglaublich große Veränderung. Wir sind sehr demokratisch unterwegs. Wie ich zu Beginn gesagt habe, es gilt für alle Hierarchiestufen, also auch wirklich für die oberste Führungsetage. Man sitzt draußen, das ist zum Beispiel Bern.
Sie sehen da so ein Holztisch, das sind Rückzugsmöglichkeiten, ganz wichtig, wenn man ein Telefonat machen muss, etwas Persönliches kurz besprechen muss. Auch das ist so eine Möglichkeit, wo man sich zurückziehen kann. Und das sind die anderen Flächen, die ich Ihnen schon erklärt habe. Das Einzige, was buchbar ist, das sind Sitzungszimmer. Das sind die funktionalen Zonen, die es gibt. Jeder Mitarbeitende hat so ein Locker, also auch ein Geschäftsleitungsmitglied hat nur noch das. Wir sind hochdigital unterwegs. Das ist so ein Aktenschrank, beziehungsweise sieht aus wie ein Aktenschrank, ist aber die Garderobe, ist auf der Rückwand mit einem Whiteboard oder einem Spiegel versehen. Wir haben Abfallstationen, wir haben sogenannte Service Points und sonst haben wir nichts mehr auf dieser Fläche. Es gibt keine Abfallkübel, es gibt nichts, man muss sich bewegen, wenn man irgendetwas entsorgen will, im Schnitt etwa 15 Meter, weil wir haben gesagt, Bewegung tut gut, man soll nicht den ganzen Tag eigentlich nur sitzen bleiben. Sie sehen, dieses ganze Look and Feel ist überall gleich. Wenn man zum Beispiel auch den Direktionsstandort anschaut in NIO, ist auch sehr lichtdurchflutet. Wir haben dort natürlich ganz ein anderes Gebäude mit ganz schönen großen Fenstern. Kann man das ein bisschen mehr spielen? Oder zum Beispiel Zürich ist natürlich, wenn man das sieht, das gute Auge sieht, wir haben eine praktisch doppelt so hohe Decke. In Zürich, hier in Oerlikon, hat natürlich das ganze Raumgefühl nochmal eine komplett andere Wirkung. Es ist klar wiedererkennbar, das sind unsere Direktionsstandorte von der Mobiliar. Man geht da rein und sagt, ja, ich weiß, wo ich bin. Nur eine reine Copy-Paste geht nicht. Wenn man das ganz im Detail sieht, es hat sich konsequent etwas verändert in diesen letzten 5 Jahren. Wir haben uns von Phase zu Phase, haben wir natürlich das, was wir gelernt haben, mitgenommen und kontinuierlich verbessert. Und natürlich mit der gewissen Hartnäckigkeit, die es halt auch braucht, durchgesetzt, weil es ist unbestritten, Sie sehen noch kurz, bevor ich auf den nächsten Punkt gehe, wie das ist unser Fahrplan, den wir hatten, den ganzen Rollout. Wir haben 15 angefangen in Bern, wir haben dann Bern, NIO, Zürich umgebaut und wir sind nach 5 Jahren in Bern erst fertig. Das ist ein Prozess, der ging 5 Jahre, weil wir haben dort 1600 Mitarbeiter und die muss man so tranchenweise, muss man die einfach rausnehmen aus der alten Umgebung, entsprechend begleiten und dann gehen sie wieder rein in eine neue Umgebung. Und das ist ein Prozess von 18 Monaten. Und das Gesamtprojekt geht nicht nur über den Raum, sondern es hat sehr viel natürlich mit der ganzen digitalen Arbeitsumgebung zu tun, es hat mit den agilen Methoden zu tun, aber es hat natürlich ganz viel mit dem Mensch, weil bei uns steht der Mensch im Zentrum. Wie begleite ich den Menschen in diese Umgebung, was macht es mit ihm, was bedeutet es für ihn, für seine Arbeit, für den Mitarbeiter, aber was bedeutet es auch für die Führungskraft am Schluss, was ändert sich für die Führungskraft. Und um auf diesen Punkt zu kommen, eben, es ist nicht nur eine räumliche Umgebung, sondern es ist wirklich auch eine mentale Veränderung, die stattfindet. Wir sprechen von Kulturwandel, wir sprechen von Mindset. Und es gibt ganz viele Soft-Faktoren, die dort natürlich mitkommen, die mitschwingen. Und es ist unbestritten, es gibt Mitarbeitenden, die sind sehr skeptisch gegenüber solchen Geschichten. Die runzeln die Stirn. Da ist von großem Respekt über Angst, über vielleicht sogar Überforderung die Rede. Und andere, die finden das natürlich super, die können kaum warten, in solche Umgebung zu gehen. Es ist wichtig, dass man natürlich all diese Sachen mitnimmt und wirklich allem Rechnung trägt. Das war uns ganz wichtig von Anfang an. Das mussten die Mitarbeiter aber zuerst verstehen, dass wir das ernst nehmen und dass wir sie wirklich begleiten. Ich habe kurz gesagt, dieser Prozess geht 18 Monate. Sie müssen sich vorstellen, vom ersten Moment, wo so ein Geschäftsleitungsbereich konfrontiert wird mit dieser Veränderung, geht man mal hin, man spricht mit ihnen, man zeigt ihnen auf, was sich verändert, man zeigt ihnen auf, warum dass man das macht und versucht herauszufinden, wo dann wirklich auch die großen Veränderungen für ihre Bereiche stattfinden. Das ist bei einem Geschäftsleitungsbereich IT anders als bei einem Geschäftsleitungsbereich Versicherungen, die Produkte entwickeln. Es sind komplett auch andere Menschen, die dort drin arbeiten. Die einen können es besser, die anderen können es schwieriger. Die haben mehr Kundenschnittstellen mit Generalagenturen, die anderen nicht, die sind nur Programmierer und Softwareentwickler. Also auch dort haben wir ganz verschiedene Stakeholder, die dort mitlaufen.
Es ist wichtig, die Leute zu begleiten. Wir machen Befragungen am Anfang, um zu verstehen, wie sie arbeiten, was sie wirklich brauchen, um ihre Arbeit zu machen. Sie werden begleitet bis zu individuellen Coachings, damit sie wirklich für die, die wirklich sagen, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das funktioniert, damit man wirklich sie an der Hand nimmt und aufzeigt, was das bedeutet, in solchen Flächen zu arbeiten. Wir haben das Glück, so diesen Weg, wie wir ihn gemacht haben, wir haben keine höheren Fluktuationsraten, wir haben keine höheren Krankheitstage im Schnitt bei den Mitarbeitenden. Und ich kann Ihnen sagen, wir haben wirklich, ich denke, eine Portion Glück braucht es auch, wenn man so einen Weg geht. Es würde kein einziger Mitarbeiter wieder zurückgehen wollen in die alte Arbeitswelt. Wir haben es wirklich geschafft, die Mitarbeitenden mitzunehmen und ihnen eine Fläche zur Verfügung zu stellen, die sie wirklich begeistert, die sie wirklich überzeugt, weil sie gesehen haben, dass wir auf sie hören. Wir haben viele von ihren Inputs, von ihren Feedbacks mitgenommen, aber dennoch mit der gewissen Hartnäckigkeit die Philosophie umgesetzt. Und das ist dieser Spagat, den man machen muss in so einem ganzen Prozess. Auf die Organisation natürlich hören, aber trotzdem diesen Weg zu gehen und überzeugt sein, es ist der richtige. Ich habe ganz am Anfang gesagt, es gibt keinen Blaupause, es gibt keinen Blueprint für das. Man muss den Weg einfach mal anfangen zu gehen. Selbstverständlich haben auch wir Fehler gemacht. Ich habe 2-3 Anekdoten, die ich Ihnen erzählen kann, was auch wir komplett falsch gemacht haben an diesem Prozess. Also wir sind auch da nicht die Besten. Wir haben auch einen großen Lerneffekt gehabt. Wichtig, um auf diesen Punkt zurückzukommen, ist wirklich die Mitarbeitenden, aber auch in den Kompetenzen weiterzuentwickeln. Es ist wichtig, wenn man eben, man spricht von neuer Technik, von Medienkompetenz. Es ist einfach gesagt, ja, mach jetzt deine Meetings per Skype. Mhm. Vielleicht muss man mal sagen, wie funktioniert das überhaupt? Wie geht das überhaupt? Das ist nicht selbstverständlich, wenn man per WhatsApp immer mit dem Video telefoniert, dass man auch eine Sitzung per Skype leiten kann. Das heißt nicht, dass man das kann, wenn man weiß, wie das funktioniert. Also das ist ganz wichtig, diese Technik und Medienkompetenz. Wir haben viel investiert in das. Sozialkompetenz klingt immer so ein bisschen mau, sagen Leute, ja, ist nicht wichtig, brauchen wir nicht. Aber Sie müssen sich vorstellen, wir hatten Mitarbeitende, die sind 10 Jahre vielleicht am Gang, haben die sich gekreuzt, guten Morgen und guten Abend gesagt und sonst haben die nie ein Wort miteinander gesprochen. Sie mussten ja auch nicht. Die hatten ja ganz andere Jobs, ganz andere Tätigkeiten. Wieso soll ich mit Herrn Müller oder Frau Meier da drüben sprechen? Weil ich mache ja meine Sachen. Und plötzlich sitze ich so an einem Holztisch und die Frau Meier und Herr Müller sitzen auch da. Was mache ich jetzt? Hui. Und das sind ganz einfach, ganz dumme, blöde Beispiele, wo wir wirklich mit den Mitarbeitern auch diskutiert haben, ja, dann geh mal hin, stell dich mal vor. Also ganz einfache, rudimentäre Geschichten, wo man eigentlich darüber lacht. Aber es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und es ist nicht jedem gegeben, einfach hinzugehen und sagen, jetzt bin ich der und der, wer bist du und wie geht es dir? Das ist nicht jedermanns Sache. Haben wir viel mit den Leuten gearbeitet und kann man sagen, das Blatt hat sich komplett gewendet. Also haben sich Leute, die haben sich 10, 15 Jahre, haben sie dich auch gesiezt, heute sind wir alle per Du. Hat sich komplett geändert. Raumkompetenz ist auch so ein Thema. Das klingt auch ein bisschen komisch am Anfang, Raumkompetenz. Das heißt, dass sie müssen verstehen, was sie überhaupt machen dürfen in diesen Räumlichkeiten. Das heißt nicht, dass man nicht mehr sprechen kann und dass man nicht mehr telefonieren soll. Das heißt wirklich in gewissen Zonen, die sind dezidiert für das da, dass man versteht, was darf ich und was soll ich dort überhaupt machen. Ist am Anfang schwierig, war auch bei uns schwierig. Wir waren in der Pilotzone. Ich kann Ihnen sagen, in den ersten paar Wochen habe ich es fast nicht ausgehalten. Ich bin jemand, ich nehme halt viel Raum rein, weil ich bin laut, man hört mich, man sieht mich. Und ich bin plötzlich aufgestanden und bin rausgelaufen, um zu telefonieren. Das ist eine komische Haltung. Ich darf eigentlich telefonieren, weil niemand hat mehr gesprochen. Die Kolleginnen und Kollegen mussten sich so echt daran gewöhnen, was das bedeutet, in so einem offenen Raum zu arbeiten. Und wenn man zuerst immer in einem Büro war, also die letzten Jahre, in einer verschlossenen Tür und plötzlich in der Öffentlichkeit telefonieren muss, ist das schon eine Hürde, die man zuerst nehmen muss. Und man muss ja noch lang nicht für jedes Telefonat sich zurückziehen in eine Rückzugszone.
es gibt Telefonate, die kann man machen. Wir haben alle einen Arbeitsvertrag unterschrieben, der zur Verschwiegenheit. Also wir müssen alle verschwiegen sein, wir dürfen nichts rausbringen aus der Firma. Also auch dort ein großer Paradigmawechsel bei den Kolleginnen und den Kollegen, wie man sich überhaupt in so einer Fläche bewegt und verhaltet. Und natürlich, das haben wir ganz am Anfang gesagt, die Selbstmanagementkompetenz. Das ist auch etwas, das ist ganz einfach so gesagt, aber wenn natürlich die Mitarbeitenden von der Führungskraft immer so geführt worden sind und gesagt, ja, der kommt am Morgen, sagt mir, was ich zu tun habe, und dann geht er und kommt er vielleicht am Mittag und dann geht er am Abend wieder weg. Und plötzlich bin ich irgendwo in der Fläche ganz alleine und muss selber irgendwie verstehen, was muss ich machen, was wird eigentlich erwartet. Da muss auch die Führungskraft lernen, mir zu sagen, was sie eigentlich von mir erwartet, damit ich wirklich selber organisiert auch die Verantwortung übernehmen kann für meine tägliche Arbeit. Also große Veränderungen, die kommen natürlich in diesem gesamten Zusammenhang, wo man wirklich intensiv mit den Leuten arbeiten muss. Und natürlich für die Vorgesetzten dann noch einen obendrauf. Die müssen dann auch lernen, richtig zu kommunizieren. Wie man kommuniziert in solchen Flächen, nicht immer so einfach. Oder mehr, besser zu kommunizieren, klare Aufträge zu erteilen, sagen, was ich erwarte, was ist der Output, den ich brauche von meinen Mitarbeitenden. Das ganze Management der Arbeitsbelastung, für uns als Versicherer natürlich ein großes Thema, weil wir wollen ja nicht, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank werden. Wie gehe ich damit um? Wie kann ich dort den Überblick behalten, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht überfordert oder unterfordert sind? Also beides ist ja nicht gut. Wie kann ich das machen? Was braucht es da? Was brauche ich da plötzlich für Tools? Und wie muss ich mich anfangen zu verhalten, weil ja auch meine Mitarbeiter mobil, flexibel arbeiten. Die arbeiten von zu Hause, die arbeiten in Zürich, die arbeiten in Nyon. Wenn ich Glück habe, sehe ich die vielleicht einmal oder zweimal in der Woche und nicht mehr jeden Tag. Wie gehe ich damit um, dass ich wirklich sicherstellen kann, dass meine Mitarbeiter dann nicht krank werden? Auch die ganze Begleitung von diesen Prozessen. Ich bin da mittendrin, ich bin Teil davon, ich muss es aber auch in dem Sinn verstehen und auch führen können und das zielorientierte Führen natürlich, wirklich nicht mehr einfach diese kleinen Häppchen hinzugeben, sondern ich sage, was ist das große Ziel, was wollen wir gemeinsam erreichen, vielleicht mal mit dem Team auch mal in den Infight zu gehen und zu diskutieren, sind wirklich diese Maßnahmen die richtigen, um dieses Ziel zu erreichen, oder könnte man das vielleicht nicht auch mal anders machen, vielleicht auch mal die Verantwortung ins Team zu geben. Wenn man dann das Ganze sieht, ist das natürlich, um jetzt wieder mal auf diese Generationen zurückzukommen, ist das natürlich auch ganz eng natürlich gekoppelt, diese ganze moderne Arbeitswelt mit der Attraktivität als Arbeitgeberin. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, wir haben wieder ein wunderbares Ranking erhalten, letzte Woche oder vorletzte Woche in der Handelszeitung. Wir sind auf Position 4. Bei den attraktivsten Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern in der Schweiz unter den Versicherungsgesellschaften dürfen wir auf Nummer 1 sein, sind wir auf Position 1, kann ich Ihnen sagen, das ist ein bisschen Fluch und Segen. Die Erwartungshaltung ist natürlich, dass man jetzt auch dort bleibt, dass man nie mehr zurückfliegt auf eine andere Position. Das ist zweifelsohne ist natürlich ein Plus, wenn man solche Büroräumlichkeiten hat, um wirklich auch den Bedürfnissen all diesen Generationen gerecht zu werden. Eva hat mir gesagt, es sind da plötzlich zwei Männer abgebildet. Das ist ein Bild, das ich nutzen darf. Ich habe das mitgenommen von einer Professorin, von einer Kollegin, die ich kenne. Deshalb sind hier zwei Männer. Aber es ist wichtig, dass wir natürlich all diese vier Generationen unter diesem Dach halten, nicht nur mit der ganzen Fläche, sondern auch die Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Das ist natürlich auch sehr eng damit gekoppelt. Oder? Sie müssen sich entwickeln können und sie müssen sich entwickeln, die Mitarbeiter, und zwar alle, nicht nur die Jungen, alle, wirklich alle, weil wir wollen ja alle, wir wollen auch die Besten, die heute 55 sind, die wollen wir behalten, die wollen wir nicht verlieren. Und dass wir sie wirklich auch in diese Jobs reinbringen, die es wirklich in Zukunft braucht. Wir müssen Mobilität und Flexibilität bieten. Das will man heute. Man will nicht mehr jeden Tag ins Office gehen. Und ich denke, wenn man so im Moment sieht, was so passiert,
was da wieder so in der Gesellschaft passiert mit all den Krankheiten. Es ist gar nicht mal so schlecht, wenn man sagen kann, ich bleibe zu Hause, ich arbeite von zu Hause. Wenn ich mich dort sicher fühle, bleibe ich dort. Kommunikation und Sinnvermittlung, ganz wichtig. Aber der letzte Punkt, und das sind vor allem die jungen Generationen, die wollen die Wahl. Die wollen Choice, die wollen wählen können, die wollen nicht traditionell einfach eine Reise gehen, sagen, ich bin nicht da als Fachspezialist XY und in 20 Jahren bin ich der Chef von diesem Team. Das wollen die nicht mehr. Die wollen rechts und links, die wollen andere Sachen machen. Wir müssen einfach fähig sein, auch ihnen diese Möglichkeit zu bieten als Arbeitgeberin. Das ist ganz wichtig. Und nicht nur moderne und schöne Flächen, sondern wirklich das Gesamtpaket. Und das ist mir noch wichtig, Ihnen das auch noch mitzugeben, eben das ganze Employer Branding, der Mensch steht wirklich im Zentrum. Das ist bei uns nicht ein Lippenbekenntnis, das ist wirklich so bei uns. Also der Kunde steht im Zentrum, der Mitarbeiter steht im Zentrum. Was wir machen viel. Wir sprechen viel darüber, wir machen viel in den sozialen Medien. Wir haben ganz viele, ganz authentische Geschichten von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die dort ihre Geschichte erzählen und sagen, was ist Ihr Beitrag, den Sie leisten können? Warum sind Sie motiviert, bei der Mobiliar zu arbeiten? Das hat sich dann auch in diesem Arbeitgeber-Ranking hat sich das wiedergespiegelt. Es zeigt sich dort. Und was uns natürlich sehr stolz macht in dieser ganzen Reise, ist dieser letzte große Coup, den wir gemacht haben. Das war letztes Jahr. Diese ganze Vergütung und dieses ganze Performance-Management, das wir geändert haben, dass wir in Wien, sogar europaweit, einen Bronze-Award erhalten haben, als kleine Mobiliar, kann man sagen, so als typisch schweizerisches Unternehmen, und wir dort ins Rennen gestiegen sind mit Microsoft, mit einer PwC, mit so internationalen, globalen Playern. Wir haben gesagt, wir versuchen es mal, wir schauen mal, weil wir sind überzeugt, wir haben das Richtige gemacht für unsere Firma, das passt kulturell zu uns. Und dann hat man das wirklich mit einem Bronze-Award, wurden wir da prämiert. Und es hat uns natürlich unglaublich stolz gemacht, wir da als kleine Mobiliar, weil dort sind wir wirklich klein im Vergleich zu den anderen, diesen Preis mitnehmen konnten. Und ist auch ein gutes und ein starkes Zeichen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sie sehen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und auch die Anerkennung von solchen Gremien erhalten. So. Das war mal in einem Tour d'horizon, mal so diese Geschichte, die wir die letzten 5 Jahre bei uns, ich hoffe, ich habe, nein, ist gut, ich habe die Tendenz, dass ich immer zu lange spreche. Ich konnte Ihnen ein Bild geben, was wir so gemacht haben. Man kann natürlich stundenlang, tagelang, wochenlang über diese Sachen diskutieren, philosophieren, das ist so im Schnellzug. Einmal bin ich mal durch dieses Thema durchgegangen und ich stehe Ihnen sehr gerne für Fragen zur Verfügung. Wenn Sie dann im Nachgang noch Fragen haben oder irgendetwas Sie beschäftigt, Sie können mich jederzeit kontaktieren, stehe ich auch dann im Nachgang sehr gerne jederzeit zur Verfügung. Sie können meine E-Mail-Adresse weitergeben. Also einfach das möchte ich gerne offerieren. Manchmal kommen die Fragen erst plötzlich irgendwie 2-3 Tage später, auch wenn man mit irgendetwas konfrontiert ist oder mittendrin sitzt. Claudia, wir danken dir ganz herzlich für diesen inspirierenden Vortrag. Sehr gerne. Jetzt bin ich mir ganz sicher, dass da jede Menge Fragen sind. Wer möchte gerne anfangen? Ich bin nicht sicher, ob ich das alles richtig verstanden habe. Ist es so, dass wirklich die Mitarbeitenden keinen eigenen Arbeitsplatz haben, sondern einfach den Schrank? Ja. Und sie suchen sich dann einen Platz? Sehr gut, ja. Es ist so, ich habe keinen persönlichen fixen Arbeitsplatz mehr. Wir teilen uns das. Ich komme am Morgen, ich bin in einem Stockwerk, bin ich in dem Sinn beheimatet, weil ich dort mein Kästchen habe. Ich kann dort meine persönlichen Sachen kann ich hinstellen, dann nehme ich mein Notebook und gehe. Ich gehe mal los. Es ist schon so, die Leute bleiben tendenziell in diesen Stockwerken, wo sie zugeteilt sind. Ich nicht, ich bin im ganzen Gebäude. Man kann sagen, es gibt gut 25% von den Kolleginnen und Kollegen, die sind schon in diesem Floating-Modus, sind die drin.
die anderen sind fix in den Bereichen, sind die zugeteilt, die bleiben auf den Stockwerken. Aber es ist wirklich, ich komme am Morgen und ich suche mir den Platz, den ich brauche für die Tätigkeit, die ich vielleicht in den nächsten paar Stunden, die ich ausübe. Selbstverständlich gibt es noch Teams, die mit Papier arbeiten. Das möchte ich hier nicht negieren. Wir haben vor allem im Schadenbereich, wir haben auch vor allem im Personenschadenbereich, dort hat es viel Papier, dort hat es immer sehr viel Gerichtsurkunden, was auch immer, weil diese Schäden, die sind hochkomplex, die gehen meistens auch über zig Jahre gehen diese Schäden. Und dort haben wir folgendes Prinzip, wir haben, die Kolleginnen und Kollegen können auch so arbeiten und wir haben fixe Dossierstationen gemacht, wo nur sie Zugriff haben. Also wirklich nur sie haben den Zugriff auf diese Dossier, weil die sind hochvertraulich. Das kann man verschließen, ist alles verschließbar. Aber auch sie haben die Möglichkeit, an den verschiedenen Stationen zu arbeiten. Das ist ganz interessant. Am Anfang wollten die Leute das alle nicht. Und plötzlich, wo sie gesehen haben, was man für Möglichkeiten hat, mal so, so oder so zu arbeiten, und gesagt, ja, wir möchten alle diese Möglichkeiten auch, aber wir haben Papier. Was gibt es denn da für Lösungen? Und da mussten wir mal schauen, was gibt es überhaupt für Lösungen, wie kann man überhaupt diesem Bedürfnis überhaupt Rechnung tragen? Wussten wir am Anfang auch nicht und gesagt, oh mein Gott, eigentlich sind wir eigentlich nur so eingespurt, digital, hochdigital, kein Papier, aber es gibt wirklich gute Lösungen, wo man ihnen auch diese Möglichkeit anbieten kann. Wir haben die nächste Frage. Danke. Meine Frage ist, also wie können solche Teams zusammenarbeiten, wenn die unterschiedliche Tätigkeiten nachgehen? Mhm. Weil so wie ich das verstanden habe, heißt unterschiedliche Tätigkeiten unterschiedliche Arbeitsplätze. Mhm. Also wir haben hier Teams. Die arbeiten zum Beispiel alle am selben Produkt, aber die eine Person telefoniert mehr, die andere arbeitet mehr kreativ. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Also Teams, wenn Sie zum Beispiel, wir haben auch diese Teamzonen, da kann sich das ganze Team zurückziehen. Also wenn man in einem Projektteam zum Beispiel arbeitet, die haben spezielle Teamzonen. Die können in so eine Teamzone gehen, die können dort zusammenarbeiten. Die können sich einen ganzen Tisch können die sich reservieren. Aber es ist so, zum Beispiel HR, zum Beispiel bei uns, wir haben zum Beispiel Services, die telefonieren sehr viel, weil die sind so, das ist so der First-Level-Support, wenn Mitarbeitende Fragen haben zu einer Salärabrechnung oder zum Ferienkonto, das nicht stimmt oder was auch immer, so diese ganz, das sind wir so dieser kleine Kundendienst, den wir eigentlich haben bei uns in der Personalabteilung. Und das funktioniert, die sind mittendrin, die sind überall verstreut, meistens so Zweier-, Dreiergruppen und das funktioniert. Die Emission vom Telefonieren, die ist nicht so groß oder so hoch, wie man das eigentlich befürchtet hat. Wir haben Teams, die sind nur am Telefon. Wir haben Hotlines und die sind in speziellen Räumen natürlich, weil die haben 24 Stunden Servicebetrieb. Und das sind auch Kolleginnen und Kollegen, die arbeiten ja nicht mobil flexibel, sondern die haben ganz fixe Arbeitszeiten. Oder? Weil die sind natürlich in diesen 24 Stunden, sind die im Schichtbetrieb, sind die zugeteilt, diese Mitarbeitenden. Aber sonst funktioniert das tiptop. Ja. Sie haben gesagt, dass Sie jetzt in Netzwerken arbeiten. Können Sie vielleicht da noch etwas ausführen, was das bedeutet? Das Netzwerk, ja, das bedeutet, das ist so, wir haben dieses, kann man sagen, das sogenannte Run the Business, das Tagesgeschäft, wirklich, also zum Beispiel eine Schadenabwicklung, die einfach gemacht werden muss, das ist ein klarer Prozess dahinter, das ist so abgewickelt. Und das Netzwerk ist ja in der ganzen Entwicklung zuständig, für die ganze Unternehmensentwicklung, also die ganzen Projekte. Sie müssen sich vorstellen, die Unternehmensziele haben wir so runtergebrochen, die Entwicklungsziele vom Unternehmen, die gehen in die Netzwerkorganisation rein, weil das ist auch die ganze Projektorganisation ist dort drin. Und dort sind die Themen an den strategischen Handlungsfeldern angehängt. Und aufgrund von diesen Handlungsfeldern entstehen dann auch die verschiedenen Projektteams. Jetzt ist es so, ich habe auf der einen Seite dieses Netzwerk und dann habe ich da alle diese Projektteams, kann man sagen, alle diese Bubbles und ich hole mir natürlich die Mitarbeiter aus diesem Netzwerk raus. Jetzt ein Beispiel zum Beispiel bei mir als Führungskraft, ich habe auch zwei Mitarbeiter, die sind voll im Netzwerk drin. Die steuere ich oder führe ich ja nur noch personell. Als People Manager. Das heißt, ich bin für das Lohngespräch zuständig, ich bin für die individuelle Entwicklung bin ich zuständig und ich muss schauen, dass dem Mitarbeiter gut geht. Fachlich steuere ich diese Leute nicht mehr.
gesteuert sind vom Product Owner, Project Owner auf der anderen Seite. Was heißt das für mich? Ich muss natürlich wissen, wer seine Peers sind auf der anderen Seite, muss mich mit ihnen ja auch immer wieder austauschen, weil ich brauche ja Feedback. Wie kann ich sonst diese Mitarbeiter dann einmal im Jahr richtig bewerten? Oder sonst, wenn ich meine Bilas habe, die habe ich weiterhin einmal im Monat eine halbe Stunde, zu schauen, wie geht es dieser Person? Oder sie weiß, wenn sie ein Problem hat, dann kann sie zu mir kommen, weil ich der Linienvorgesetzte bin. Und das ist auch eine große Veränderung. Oder? Und, das hat eben, und wir haben eben rund 800 Leute, die in solchen Netzwerken arbeiten. Und was die andere große Herausforderung ist in diesem Netzwerk, ist der Entscheidungsweg. Wie steuere ich das? Wie steuere ich ein Netzwerk? Und wie kann ich diese Entscheidungswege definieren? Was ist dort für eine Governance dahinter? Das ist die nächste große Herausforderung, die wir haben. Wie wird diese Governance aussehen und wie kann man richtige Entscheide interdisziplinär fällen? Weil das sind jetzt dann immer interdisziplinäre Entscheide, die getroffen werden müssen. Klar hat man für eine strategische Ambition eine Person, die zuständig ist, ganz oben in der Spitze. Aber je weiter unten das geht, umso mehr interdisziplinäre Entscheidung braucht es. Und das ist eine große Herausforderung, die wir haben. Und auch da, oder jeder sagt, ja, im Netzwerk arbeiten, und wir brauchen jetzt diese Antworten. Und wir sind uns jetzt wirklich dort Schritt für Schritt daran hinzutasten. Ich denke, so in einem Jahr könnte ich Ihnen, kann man viel mehr darüber berichten, wo stehen wir eigentlich? Haben wir jetzt wirklich diese Governance und diese Steuerung so hingekriegt, dass wir wirklich diese Effizienz oder noch effizienter geworden sind, eigentlich das Ziel, was wir dann haben wollen? Weil wir wollen ja mit diesem Netzwerk ja nicht langsamer werden, sondern eigentlich die Komplexität besser beherrschen, eigentlich mit dieser ganzen kollektiven Intelligenz, die da drin ist. Ja. Ja, merci. Ich habe eine Frage zur IT-Ausrüstung. Ja. Haben da alle Notebook und Geschäftssmartphone? Oder wie sieht das aus? Und eben bei uns ist heute, haben es doch viele PCs und haben zwei riesen Bildschirme vor sich. Sie können ohne gar nicht mehr arbeiten. Ja. Wie funktioniert das bei Ihnen? Notebook hat jeder Mitarbeiter. Wir haben nur noch Notebooks. Beim Telefon ist es Bring Your Own Device. Was wir haben unglaublich günstige Abonnemente. Also wir haben so eine Firmenlösung, die nicht nur für den Mitarbeiter gilt, sondern auch für seine ganze Familie. Also da kann man wirklich für ganz wenig Geld kann man ein super gutes Mobile-Abo haben, dass man wirklich sehr gut verbunden ist, weil es verschmelzt ja alles. Man hat eigentlich, ich hatte auch mal eine Zeit lang sogar zwei und das ist nicht so mühsam, man hat nur noch eines und das verschmelzt alles zusammen mit diesem Ding. Bildschirme ist es so, wir haben Arbeitsplätze mit zusätzlich einem Bildschirm, zwei bis sogar drei Bildschirme. Vor allem in der IT haben wir natürlich in diesen Bereichen bis zu drei Bildschirmen auf diesen Standardarbeitsplätzen, wenn man da schnell zurückgeht. Diese da, hier, oder? Diese hat es. Da hat es jetzt nur einen, aber da auf den Holztischen hat es nur einen. Aber diese Arbeitsplätze sind mit bis zu plus drei Bildschirmen. Dann habe ich mit dem Notebook vier, damit ich wirklich meine Arbeit richtig mache. Und in der IT hat es natürlich schon viel mehr von solchen Arbeitsplätzen, weil dort die Entwickler sind und die brauchen das. Also sonst können sie ihren Job nicht richtig machen, oder? Ja. Ja, genau. Noch eine Nachfrage. Ja. Eben, bring your own device. Wie machen Sie das im Urlaub? Abstellen. Aber dann können Sie es ja privat auch nicht mehr nutzen oder Sie Doch, nehmen einfach ich kann, die ich kann Geschäfts... Einfach, ich schmeiße einfach die App raus, dann bin ich nicht mehr verbunden. Und wenn ich komme, dann tue ich die wieder rein, dann bin ich automatisch wieder verbunden. Wir haben eine spezielle App, eine Applikation. Und wenn ich wirklich nicht die... Wie soll ich sagen? Ich musste mich ja auch selber erziehen. Oder? Man sieht immer so die Tendenz, ja, gehe ich mal schauen. Oder? Und dann legt man es vielleicht mal so zwei, drei Stufen ein bisschen weiter nach hinten, damit ich da nicht rüberschiebe und so. Und plötzlich muss ich sagen, also, ich bin in den Ferien, jetzt knall ich das Ding raus, wenn ich komme. Das ist ganz einfach mit dem QR-Code, habe ich das sofort wieder drin und dann bin ich wieder verbunden, habe alle E-Mails, den Kalender, alles wieder super verbunden. Da muss halt schon jeder Mitarbeiter lernen, damit umzugehen. Das ist... Also ein Telefon läuft dann auch via diese App, die Geschäfte. Okay. Ja, danke. Genau. Ja, vielen Dank für die vielen inspirierenden Gedanken. Ich habe ein paar kleine Fragen. Ja. Das eine ist,
Sie haben vorhin bei der Schadensabteilung ein bisschen davon gesprochen. Da sind Dossiers, da sind, muss sehr exakt gearbeitet werden. Da gibt es wahrscheinlich auch sehr klare, routinisierte Abläufe, damit das sozusagen mit der nötigen Sicherheit der Korrektheit abläuft. Und andererseits natürlich kreative Bereiche wie Produktentwicklung, wie Lösungsfindung, vielleicht auch im IT-Bereich. Für den zweiten Bereich kann ich mir das alles sehr gut vorstellen. Ich habe Sie jetzt aber so verstanden, dass das im Prinzip auch für die Abteilung mit hochstandardisierten, hocharbeitsteiligen, hochroutinisierten Abläufen klappt. Ja. Mögen Sie dazu noch was sagen, wie das dort sozusagen realisiert werden konnte? Also die Philosophie ist für alle, also sie haben wirklich, die Mitarbeiter und Mitarbeiter haben wirklich auch alle diese Möglichkeiten, die haben sie. Weil die wollten das ja. Die haben sich ja plötzlich, am Anfang haben sie gesagt, wir brauchen nur das. Wir brauchen das, nur das. Wir brauchen nur solche Landschaften, wir können nur so arbeiten. Und am liebsten noch hinter verschlossenen Türen, so in Fokuszonen, die geschlossen sind. Und sagt, ja gut, also es gibt viele Diskussionen, wir können schon hinter Glas, da, wir könnten da schon ein Glas reinziehen und euch hinter Glas tun. Und plötzlich merken sie, dass sie sich isolieren, weil wir haben einen Test gemacht mit einem Team. Wir haben so in einem Mittelbau, haben wir so ein Glas, also alles hinter Glas, weil da kommen dann als Projektzonen rein und gesagt, okay, dann geht mal dort rein. Es ging so 2-3 Wochen und gesagt, ja, eigentlich möchten wir nicht dorthin, wir möchten wieder raus. Ich sage, okay, jetzt möchte ich wieder raus. Jetzt wollte ich rein, dann wollte ich wieder raus. Was wollt ihr denn jetzt? Oder? Weil sie haben gesagt, ja, es ist doch nicht so lustig, irgendwie doch alle so reingepfercht zu sein und eigentlich nur diese Arbeitsplatzmöglichkeiten haben. Es funktioniert wirklich. Also wir haben die Mitarbeiter, die suchen sich wirklich den Platz, wo sie sich wohlfühlen und wo sie auch, die Finanzabteilung sitzt auch an solchen Tischen und die arbeiten und machen ihre Abschlüsse und so. Und das funktioniert wirklich. Wichtig ist einfach, dass man ihnen ihre Dossiers so zur Verfügung stellt, diese Tagesdossier oder Wochendossier, dass sie wirklich verstehen, ihr Geschäft so verstehen, was brauchen sie wirklich für die tägliche Arbeit. Und damit sie in unmittelbarer Nähe, das kann man sagen, so vielleicht 5 bis 10 Meter Zugriff haben auf das, was sie dann brauchen. Und natürlich eben auch die Verbindung oder mit dem Notebook, Skype, das darf nicht unterbrechen. Wir mussten auch ein neues WLAN einziehen ins ganze Gebäude. Also alle Gebäude sind hoch digital verbunden, weil sonst funktioniert das nicht. Es kann nicht sein, dass ich aufstehe mit einem Headset, 5 Meter zum Dossierschrank laufe, weil ich spreche ja dann immer noch mit Ihnen, das merken Sie gar nicht, und dann plötzlich fällt die Verbindung weg. Das darf nicht passieren. Oder ich suche mir also eine Rückzugsmöglichkeit dann noch gleichzeitig und die Verbindung fällt weg. Also das sind Geschichten, die dürfen nicht passieren. Vielen Dank. Und die zweite Frage bezieht sich aufs Vergütungssystem, auf die Umstellung, die Sie da gemacht haben. Sie haben ja von der Erfolgsbeteiligung gesprochen. Mhm. Die, habe ich es richtig verstanden, die jetzt eigentlich nivelliert über die gesamte Mitarbeiterschaft der Mobiliar am Gesamtunternehmenserfolg ausgerichtet, quasi als flacher Bonus über alle verteilt wird. Also nicht auf Teamebene, nicht auf Geschäftsleitungsbereichsebene, sondern das ganze Unternehmen ist quasi die Verteilgröße. Genau, das ganze Unternehmen ist die Verteilgröße. Und das ist circa, kann man sagen, das ist so 2% circa im Schnitt von einem Jahressalär. Und da haben wir dann immer noch, hat unser Verwaltungsrat hat dort die Freiheit zu entscheiden, sind es 50, 60, 70 oder 80% von einem zusätzlichen Monatslohn. Das ist je nach Geschäftsergebnis. Und das ist das Schöne, da hat wirklich im Sinne der Genossenschaft ist das immer sehr, sehr viel. Und wir schauen, dass wir das Bestmögliche für unsere Mitarbeiter immer rausholen. Und das ist wirklich. Das heißt, sozusagen Wettbewerb zwischen den Teams im Sinne von, wer bekommt mehr Bonus oder mehr Erfolgsbeteiligung, das ist kein Mechanismus. Nein. Das ist kein Mechanismus, weil wir haben auch ganz klar, wir sind keine bonusgetriebene Gesellschaft. Wir wollen wirklich, dass die Mitarbeiter im Kopf frei sind und sagen, okay, jetzt arbeite ich dort in diesem Team oder an diesem Projekt. Und wenn es mich dann plötzlich auf der anderen Seite braucht, weil man umpriorisiert, bin ich dann auch frei und gehe dann auch gern dann rüber zum anderen Team. Und ich sage, ja, jetzt kann ich da meine Ziele nicht erreichen und jetzt muss ich denen helfen, die eh immer keine Ziele erreichen. Und das war uns ganz wichtig, oder? Dass wir da, ja, also wer geht da schon freiwillig gerne, dann sage ich jetzt gar nicht, oder? Dass wir da wirklich auch diese Freiheit haben. Das ist, das war ein wichtiger, aber ein zentraler Schritt für die ganze Organisation. Ja. Ich habe zwei eher kritische Fragen. Erstens mit diesen Devices, bring your own device. Gilt das für wirklich alle Mitarbeiter, also auch eine Sekretärin bei Ihnen? Oder gibt es gar keine Sekretärinnen mehr? Ich meine, es gibt verschiedene Kader. Und ich stehe genau vor einer solchen, also ich habe jetzt für mich so etwas zu entscheiden. Mhm.
Und ich finde das überhaupt nicht toll, wenn ich zum Beispiel krank bin. Ich bin jetzt zu alt, aber wenn ich Mutter wäre, möchte ich nicht die Dinger zu Hause haben. Dann bin ich zum Beispiel einfach nicht da und ich bin nicht erreichbar. Mhm. Und ab einem gewissen, natürlich ab einer gewissen Kaderstufe. Und wenn das vorbesprochen ist, ist das für mich was anderes. Aber ich finde das äußerst negativ. Und was immer ich lese, ist es ganz schlecht, wenn ja. Beruf mit Freizeit, mit Krankheit, man ist einfach immer dran. Mhm. Und es braucht sehr viel Selbstsicherheit. Und Sie vielleicht in Ihrer Führungsposition können sich das leisten, abzustellen. Das kann sich vielleicht nicht jeder leisten. Oder der CEO wahrscheinlich schon gar nicht. Also das ist das eine. Ja. Und das andere, ich finde es irgendwie... Also ich war in einem Betrieb, die haben auch umgezogen, eine juristische Kanzlei, die haben sich bewusst entschieden, jedem Anwalt wieder sein eigenes Büro zu geben. Und wir hatten eine Policy der offenen Türen. Also man hat die Leute zum Teil gehört und so. Und ich weiß einfach, ich habe so viele geschlossene Türen gesehen, weil die hatten dann, da gab es Gespräche mit zu Hause, es gab mal das, es gab vielleicht ein Gespräch, das nicht für die Öffentlichkeit war, mit einem Klienten. Und immer diese in so ein Zimmer zu gehen und dann noch alles zu sehen. Ich bohre mich vielleicht in der Nase, ich muss schneuzen oder weiß ich was. Ich finde das irgendwie für mich erschreckend und eine totale Nivellierung von den Menschen. Also keine Individualität mehr, weil das muss ich mir dann schnellstens abgewöhnen. Das passt nicht mehr rein in so ein Büro. Und darum bin ich eigentlich erstaunt, wenn Sie sagen, dass alle Leute total begeistert sind. Das kann ich fast nicht glauben. Das mussten die vielleicht sagen. Das ist meine... Okay. Nein, also ist ja kritische Stimme, das ist ganz klar. Also das ist, wir haben gesagt, das ist unsere Kultur, das ist der Weg, den wir gehen wollen. Weil nur der ist das, wie gesagt, wo wir erfolgreich sein werden. Und das ist so, man entscheidet sich für etwas... Man nimmt die Leute mit. Wir haben jetzt das Glück, dass wir so mit ihnen gearbeitet haben, dass wir sie mitnehmen konnten. Das hat sich ja auch eben Mitarbeiterbefragung, Arbeitgeberattraktivität beweist es, dass es für uns das Richtige ist. Das heißt nicht, dass es für alle das Richtige ist. Für uns ist es das richtige Rezept, für unsere Kultur, für unsere Weiterentwicklung. Kann sein, dass es für eine andere Gesellschaft schon mal gar nicht passiert. Oder eben je nachdem, was man für eine Tätigkeit hat, wie das funktioniert, geht es nicht. Bei uns ist es natürlich auch ganz wichtig, oder es wird auch von oben gelebt. Wenn der oberste Chef rausgeht und sagt, wenn die größte Katze aus dem Office geht, dann kommen die Kleinen, die müssen nachgehen. Kann ich Ihnen sagen, das haben nicht alle lustig gefunden am Anfang. Und gar nicht gesagt, ja, mal schauen. Er hat gesagt, ich will, dass das so kommt, weil ich möchte Transparenz, ich möchte Bewegung, ich möchte Vernetzung, ich will diese Kommunikation in diesem ganzen Gebäude fördern. Und nur so können wir wirklich auch weiterhin effizient bleiben. Unbestritten, es gibt Bereiche oder Funktionen, Tätigkeiten, Firmen, wo das nicht das Richtige ist. Das muss nicht jeder machen. Ich denke, da muss wirklich jeder für sich schauen, was ist das Richtige, was ist nicht das Richtige. Bei den Mitarbeitern mit dem Device ist es so, ich bin halt da sehr streng mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Mitarbeitern. Ich halte mich auch dran. In den Ferien hören die nichts von mir. Da bin ich weg. Ich denke, es hängt sehr viel von der Führungskraft ab und die Führungskraft muss das vorleben. Sie kann es nur von den Mitarbeitern einfordern, wenn sie es selber auch macht. Ich hatte den einen oder anderen jüngeren Mitarbeiter, der mir plötzlich am Sonntag E-Mails geschrieben hat. Da habe ich am Anfang gar nicht reagiert. Ich habe das gesehen mal. Das ist ja gut. Darf er? Ja, das ist nicht verboten. Er kann mir E-Mails schreiben am Sonntag oder so. Es ist ein bisschen mehr geworden und so. Dann habe ich gesagt, du, geh mir mal einen Kaffee. Dann gesagt, wieso schreibst du mir E-Mails am Sonntag? Erwartest du eine Antwort von mir? Ja, weiß nicht. Dann habe ich gesagt, ich beantworte keine Mails am Sonntag. Mache ich nicht. Ja, wieso habe ich es gesehen? Er hat gesagt, ja, ich weiß, du, ab und zu schaue ich schon mal rein, was da so ein bisschen passiert. Aber bei uns gilt die Devise, wenn etwas Dringendes ist, dann ruft man an. Dann klingelt das Telefon, weil ich schaue nicht auf dieses Ding rein. Ich denke, das ist ganz wichtig, wie man sich halt wirklich selber erziehen muss. Ich musste auch damit lernen, umzugehen. Ich konnte das eine Zeit lang auch nicht.
Ich musste mich wirklich selber, oder auch zu Hause hat das große Diskussionen gegeben mit der Familie, oder? Ich kann nicht sagen, ihr dürft nicht und ich mache es dann, oder? Die sagt, ich darf nicht am Tisch und die macht es dann irgendwie unter dem Tisch, geht nicht. Also gilt auch für mich. Und wirklich Wochenende, nein, fertig. Außer es gibt mal diese Notsituation oder ein spezielles Projekt und sagt, hey Leute, kann sein, ich muss vielleicht 3-4 Mal im Tag dieses Ding fürs Geschäft in die Finger nehmen. Weil ich gehöre halt zu diesen, ich bin auch nicht groß auf den sozialen Medien aktiv über diesen Device, wenn, dann telefoniere ich halt nur, weil ich bin wirklich der, der abschaltet. Ich will das nicht am Wochenende, ich will meine Ruhe. Aber man muss halt wirklich vorleben, danach von den Mitarbeitern einfordern. Wie ist das, die Geschichte weitergegangen bei diesem Mitarbeiter? Der hat dann aufgehört. Da habe ich gesagt, du musst das nicht machen, um mir zu beweisen, dass du arbeitest. Ich vertraue dir. Aber der Sonntag ist eigentlich nicht da für die Arbeit und schon gar nicht auf deiner Stufe. Oder? Das will ich nicht. Ich habe gesagt, wenn du das machen musst, ja, aber wenn du das nicht musst, mach das nicht. Fang nicht mit solchen Geschichten an, oder? Weil das kommt nicht gut. Und ich denke, da sind wir schon als Führungskräfte schon gefordert, dass sich nicht solche Sachen plötzlich reinkultivieren, oder? Und dass vor allem die jungen Leute, ich denke, sie müssen immer und überall und sofort, oder? Und ich sage auch, schaut, wenn ihr das privat macht und immer und überall alles posten und zeigen und kommentieren wollt, ja, aber nicht im Geschäft. Ihr müsst lernen, damit umzugehen, oder? Ich denke, da sind wir schon gefordert, ihnen so den Spiegel hinzuhalten und selber halt wirklich. Man ertappt sich immer wieder, das muss man schon sagen. Also ich bin da auch nicht immer von allem gefeit. Ich ertappe mich auch immer wieder. Oder? Ich habe den Vorteil, oder, wenn ich Zug fahre, aus dem Zug raus, heißt wirklich Deckel zu und fertig. Also, das ist so ein bisschen diese, kann man sagen, so meine Runterfahrphase, die ich habe. Andere haben das nicht. Also, da musst du dich selber entscheiden, wann machst du fertig. Aber ich denke, das ist ein Thema, wo wir auch in den nächsten paar Jahren intensiv mit den Mitarbeitenden arbeiten müssen. Oder diese Resilienz zu entwickeln, dass man nicht in diesem ganzen Sprudel drin ist und irgendwie gar nicht mehr weiß, wie, was, wo. Weil sonst kommt das nicht gut. Ja. Große Herausforderungen, die uns da vor uns stehen. Nehmen Sie nicht mitnehmen. Nein, die können Sie im Büro lassen. Naja, das sind echt so, solche wie ich, die haben das immer dabei, oder? Wir haben zwar, ja, weil ich ja nicht weiß, ob bin ich jetzt morgen sofort schon um 8 Uhr dort oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann flexibel, mobil sein. Ich muss ja nicht unbedingt nach Bern. Wir haben jetzt aufgrund der aktuellen Situation natürlich, haben wir unseren Mitarbeitern gesagt, schaut, wir haben sie schon mal daran erinnert, was für Möglichkeiten dass sie haben zu arbeiten. Man kann von zu Hause arbeiten, wenn man nicht unbedingt muss und sich gewisse Situationen verschärfen im Moment. Denkt daran, nutzt die Chance, bleibt zu Hause, arbeitet von zu Hause aus, nutzt alle die Technologien und denkt daran, vielleicht dann am Abend euer Notebook mit nach Hause zu nehmen. Weil sonst, ich kann mich auch mit meinem Computer von zu Hause einwählen, aber da muss ich mich zuerst da über zig Schranken, muss ich da durchgehen, das ist ein bisschen bemühender. Also einfach, dort sind wir jetzt dabei, die Mitarbeiter zu sensibilisieren, wie gesagt, denkt daran, ihr habt diese Möglichkeit, ihr müsst nicht. Das sind ja große Diskussionen, die im Moment laufen. Oder darf man den Mitarbeiter zwingen, wenn er Angst hat, in solchen Situationen ins Office zu gehen? Wenn er nicht muss, nein. Oder? Ja. So, wir haben noch 2 Fragen in der Warteschlange. Alle anderen bitte ich, die Fragen aufzuheben für den Apero. Ich merke schon, es ist sehr, sehr spannend, es wird heiß diskutiert. Die vorletzte Frage bitte. Ich habe eigentlich keine Frage, sondern eher eine Bemerkung. Ja. Wenn ich diese Bilder so ansehe, dann sage ich mir, eigentlich sind wir Bibliotheken schon so weit. Wir haben solche Räumlichkeiten schon seit längerer Zeit für unsere Benutzer. Aber nicht für unsere Mitarbeiter. Spannend. Das nehmen wir mal so auf. Zum Schluss noch eine kurze Frage. Ja. Was haben Sie für eine Desk-Sharing-Quote? Also wie viele Arbeitsplätze haben Sie pro Mitarbeiter? Das wird ja unter 1 sein. Das ist unter 1. Das ist eine sehr gute Frage. Danke für die Frage. 0,8. Wir haben bei der IT teilweise sind wir auf 0,7, weil dort natürlich die Projektarbeit noch höher ist. Die sind teilweise wochenlang, sind die irgendwo in Projekträumen unterwegs. Und also mit 0,8 kann man sagen, hat ja praktisch jeder Mitarbeiter jeden Tag einen Arbeitsplatz. Wir haben Teilzeit,
Mitarbeitende, Ferien, Sitzungen, all diese Geschichten. Also wir haben da schon geschaut, dass wir wirklich genügend Plätze haben und nicht so, wie man so diese schrecklichen Szenarien hört, ich komme dann morgens um 9 ins Büro und ich finde keinen Platz mehr. Oder weil gesagt, diesen Stress wollen wir unseren Mitarbeitern nicht zumuten. Das darf es ja nicht sein. Wir haben natürlich auch in diesem Zusammenhang, ist noch wichtig zu erwähnen, ja nicht den Auftrag gehabt oder den Pain, Flächen zu optimieren, flächenmäßig und zu verdichten. Oder wir haben diese Fläche, die zur Verfügung steht und mehr als diese 1600 Mitarbeiter dürfen gar nicht in so einem Gebäude arbeiten, rein schon aus feuerpolizeilichen Regelungen und Rahmenbedingungen. Also von dem her hat es eigentlich ja viel mehr Platz gegeben und viel mehr offen. Wenn man die Wände rausnimmt, hat man das Gefühl, es ist fast doppelt so groß. Oder? Das ist ja dann das Schöne, dass ja dann wirklich auch, was die Mitarbeiter dann vorgefunden haben. Aber solche Ängste sind natürlich am Anfang da gewesen, 0,8 oder 10 Leute, 8 Arbeitsplätze, wie soll das gehen? Berechtigt, ja. Ich danke Ihnen allen ganz herzlich für diese weiterführenden Fragen und ich bin mir sicher, wir werden noch ganz heiß diskutieren beim Apero, zu dem ich Sie jetzt einladen darf. Aber zuerst möchte ich dir, Claudia, nochmal ganz herzlich danken für den Vortrag, für gerne die schön. Antworten und für die Zeit, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Sehr gerne, habe ich gerne gemacht. Applaus